Martin Krepf hier um die zweite Position. Da wird er passiert von Max Frick. Der geht innen durch. Martin an der dritten Position. So, jetzt bin ich gespannt, ob er da noch was machen kann. Da ist er dran am Max Frick an den zweitplatzierten und geht vorbei. So, jetzt gilt's, die letzte Runde wird hier angezeigt und nach wie vor. Senko ja nicht mehr mit dabei, die letzte Ecke. Und Hans Andersen gewinnt hier diesen Lauf 14 vor Martin Smolinski.